Ich liebe dich. Hör auf, du erdrückst mich. Süße, reg dich nicht auf. Es tut mir leid, ich bin erschöpft und außerdem die ganze... Was soll das heißen? Ich soll mich nicht aufregen. Ja. Bei der Behandlung? Du weist mich ab? Beweist du mir so deine Liebe? Ich hab dir doch gerade noch meine Liebe bewiesen, oder? Ich weiß, was ihr unter Liebe versteht. Einzig allein drei Dinge. Vögeln, Vögeln und nochmal Vögeln. Guck mal her. Dann irre ich mal lieber nicht. Das reicht nicht. Ich möchte keinen Luxus. Ich möchte auch nicht, dass du dich um meinen Unterhalt kümmerst. Aber eigentlich möchte ich nur ein wenig mehr Aufmerksamkeit von dir. Dass du und erzählst, was dir durch den Kopf geht, was dir Sorgen bereitet. Dass wir einander Hand in Hand spazieren gehen, uns gegenseitig zuhören oder einfach baden wie früher. Ja, Schatz, du hast ja recht, aber ich habe einfach extrem viel Arbeit. In der Verwaltung stehen wir alle gleich da, wir machen ständig Überstunden. Ja, ich weiß. Wir arbeiten schließlich zusammen. Ich habe auch keine Zeit. Verdammt. Warum bist du nur so verdammt unaufmerksam? Du hast recht, Schatz. Verzeih mir bitte. Ich verspreche dir, ich werde mich ändern. Ab sofort werde ich mir meine ganze Zeit über dich verwalten. Allerdings wissen wir beide, dass jetzt im Moment noch unser Projekt das Wichtigste ist. Bloß wird es nicht auf ewig so bleiben. In dem letzten Rundschreiben, was die Zentrale erreicht hat, hast du das gelesen? Nein. Versichern Sie, dass die Gewinnspannen in nahezu allen Sektoren von Tag zu Tag steigen. Und dass sobald wir erstmal die letzten geplanten Ziele in der Ostkampagne erreicht haben, unsere Position auf Weltniveau gefestigt ist. Wir werden uneinnehmbar sein. Und dann ist Zahltag. All die schmutzige Arbeit, die wir jetzt verrichten, wird sich reichlich gelohnt haben. Emma, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Nee. Komm her, schau, Schatz. Seid ihr ja. Ausziehen. Komm. Moment mal, Männer. Jawohl. Woher haben Sie diese Blumen, Soldat? Gerade haben wir diese unreine Hündin beim Stehlen der Blumen im Garten des Sturmbahnführers erwischt. Was wollten Sie jetzt tun? Wir gingen gerade zum Hauptsturmführer, um Bericht zu erstatten. Nein, keinesfalls. Der Garten ist für unseren Sturmbahnführer das Wichtigste in diesem Lager. Wir müssen Ihnen diese Unannehmlichkeit auf jeden Fall ersparen. Um jeden Preis. Geben Sie mir diese Blumen, Soldat. Das erledige ich schon selbst.
Das da, bringen Sie mich in die Einheit 4, sagen Sie dort, ich komme später persönlich vorbei. Und zu diesem Vorfall zu niemandem an Bord. Soldaten, Heil Hitler. Heil Hitler! Sie werden mir gefallen. This is how it's gonna be. This is how it's gonna be.